in Dahn zurück und von Amerika meine Familie besuche. Und jetzt spaziere ich jetzt in Dahn und schaue mir mal die andere Sache, wo ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und jetzt sind wir beim Haus des Gastes. Okay. Jetzt laufen wir an den Verkehrsverein und dann hole ich mir noch ein paar Prospekte. Und die nehme ich dann wieder mit. Und dann habe ich jetzt wieder was von daheim. Jetzt laufen wir halt im Park. Guck mal die Sache wieder an. So, jetzt gehen wir da natürlich den Hof. Nach Kunstverzeichnis ist das interessant, eher nicht. Sie haben nur ihr. Ich lasse es auch mal gleich. Ja. Gut. Dann ist was der Zurzeit. Ich habe jetzt ziemlich parallel auch schon die Touristeninfo verschieden. Ja, aus Luftzähne und ja, bei der Anwärter bin ich dann der Anschaffungskontrolle, dass der das sieht, dass man im Glied und fertig ist. Ja, das geht oder hinab im Schwimmbad entlang. Das spielt keine Rolle. Für uns sind eher ausgekommen. Ja, aber sicher, wenn du andere Adresse und... Das ist ja kein Stein. Das bringt wieder in der Runde. Alles in der Runde. Durch einen Entspannungspunkt, da war noch ein halber Bergwerk. Da sind dann Aussichtsfelsen. Das ist jetzt Bräutigam, ja. Und das geht um die Geologie, also lauter Stein zum Beispiel. Und da sind dann auch die Markierungen, wo man was findet. Das ist so ein bisschen gefrisst. Ja. Selbe wie immer von den Burchen, ne? Sind da dann die Burchen, die auf der französischen Seite liegen, mit Nummer. Ah, okay. Ja. Und dann findet man die dann da, die jeweilige Nummer, kennt zum jeweiligen Bild und alles, was ein F hat. Front, okay. Der Dornach und Wanderweg ist mit Sicherheit auch noch in Erinnerung. Das geht von Altdorn und an die Römerfelse, nach an die Neudorn. Also wir waren in der Tonstraße. Das ist aber auch nicht seltsam. Also, erst mal mit der, Dann sind wir den Weg durch den Park, dann durch den Wald, Minigolf, und dann dort Einsteiche, dann führt der Weg wie gesagt quer durch den Park, dann durch den Wald, Römerfels und ein Stückel durch den Ort und dann wieder zurück. Aber die Elbegrinsch steht wohl auch noch im Kopf. Oh ja, ja, die Elbegrinsch vergisst man nicht. Genau. Nein, so, das Schwimmbad stimmt. Schwimmbad wäre das auch noch interessant. Ja. Sauna. Ja. Bahnverbindungen, glaube ich, noch mit der Fahrt auch noch erst mal wieder mit. Wenn ich Film lebe ich gern. Ehrlich? Facebook. Den bestellen wir dann da rein. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe erst einmal. Ich würde gerne fotografiert werden. Ein bisschen Fotos. Ja, ich. Das ist, wie gesagt, noch ein Prospekt vom Badeparadies. Das ist der Montags ist Frauensauna, der Rest der Woche ist gemischt. Nein, gemischt ging nicht. Nein, ich sage mich nicht. Ja, Frau. Aber gemischt ist man. Annette, du bist ans Telefon, der ist froh, wie der Rollstuhl. Also, vielen Dank. Gerne.